Willkommen zurück bei DGV. Ich bin's euer Doomsday. Willkommen zurück zu Resident Evil Village Folge 5. Wir sind letztes Jahr an dem Klavier stehen geblieben, haben jetzt diesen besonderen Schlüssel bekommen und können jetzt einige Türen öffnen, gerade im Dorf. Und genau jetzt werden wir erstmal weiter gucken, wie es weitergeht. Denn wie komme ich jetzt hier raus? Ich muss ja jetzt wieder zurück, theoretisch. Das heißt, ich habe jetzt hier die Tür geöffnet. Wo waren die jetzt da? Munition, 36 Schuss, ist nicht gerade viel. Denn wir werden jetzt natürlich auch bedrängt von der weiblichen Mr. X, also Lady Dimitrescu. Hier habe ich alles, ja. Na dann, gucken wir mal raus. Einfach mal ein bisschen Gesellschaft. Kommen die jetzt eigentlich schon endlich hier, oder? So, ich muss rechts dahin. Also rechts geradeaus und dann die erste links. Weil ich auch drüber im Speicherraum gehen, so rum. Bitte setz dich hier. Gut. Ich kann eigentlich auch hier gleich runter. Okay, im Moment bin ich so los. Guten Tag. Kann ich jetzt hier einsetzen? Oh ja. Erst nach links drehen. Okay. Okay. Nee, zurück. Interessant. Sehe nix. Okay. Verstehe. Okay. Schauen wir mal, ob wir das Rätsel lösen können. Was heißt Rätsel? Ist eher so ein kleines Minispiel, ja? Dass ich die Kamera nicht nach oben irgendwie drehen kann. Okay. Ah. Geht doch. Ruhige Kugeltrophäe. Roter Schädel. Das stimmt sehr wertvoll, ja? Willkommen, Ethan. Kristalline menschliche Überreste aus dem Kugellabyrinth im Schloss. Sehr wertvoll. Ich sehe gerade, die haben da eine Gewichtsanzeige, oder? Oder sind das nur Stückzahl, das glaube ich nur heißen. Aber kann ich damit Oh, du eigentlich gehst schon? untersuchen? Ich könnte mir vorstellen, dass es hier bei Resident Evil 4 auch Schätze gibt, die man kombinieren kann, ne? Irgendwas Besonderes? Nö. Junge, du machst echt komische Geräusche. Okay. So, jetzt spare ich auch mal nochmal. So, wenn wir jetzt eben Schluss sind, würde ich gerne nochmal jetzt hier alles erkunden. Hier komme ich nicht durch. Hier brauche ich einen Dietrich. Hier ist auch noch irgendwas. Ich werde mal hier in den kleinen Raum gucken. Ich glaube zwar nicht, dass der Strom jetzt da ist. Aber wir können ja mal schauen. Was ist das denn jetzt? Okay. Passiert. Hier fehlt Strom oder so. Na gut. Wer hat hier eben diese komischen Geräusche gemacht?
draußen, oder? Komme ich eigentlich nochmal raus? Natürlich nicht. Gut, dann würde ich jetzt nochmal... Ich habe leider keinen Dietrich, deswegen würde ich das hier aufmachen. Speisezimmer. Kann man beim Tüger eigentlich Dietriche kaufen? Nee, wa? Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass ich welche gesehen hätte. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Nee. Kann man leider nicht kaufen. Schade. Hals- und Beinbruch. Gut, dann würde ich jetzt nochmal in den Speisezimmer gehen. Da muss auch noch irgendwas sein. Ihr seid ja draußen. Hier muss doch irgendwas sein. Vielleicht doch am Tisch? Oh, die können ja hier reinkommen, gell? Dachte ich mir. Oh, zwei ist gemein. Komm. Wo müsste ich jetzt eigentlich überhaupt hin? Hier ist ein Schmiedeschlüssel. Ich müsste wieder hoch. Nervt. Wie fühlt sich's an? Nicht so schön. Mutter! Mutter! Nervt. Ey, ich hab geflogen. Abgestanden. Ich will dich lenken. Geh weg. Die ist echt nervig. Aber so richtig nervig. Ah, ich komme von hier nur da rein. Okay, das heißt, ich müsste dahin. Ich muss nach links. Schwestern, holt ihn euch! Nee, lass mal. Naja. Jetzt können sie herkommen, los! Ich glaube, es dauert deine Schwester gestorben. Folgen Sie mir komischerweise nicht. Da haben Sie keinen Mumm. Hier ging es nach unten. Scheiße, ich dachte, hier ging es hoch. Oh, hier ist auch noch ein Schlüssel. Hier fehlt sogar noch was. Ich glaube, das war wegen dem Raum da hinten. Boah, ist jetzt alles voll mit denen. Oh. Ey, ich will jetzt nicht meine ganze Schrotmuni für die verballern. Voll nervig. Thank you.
ob der noch lebt. Mein Gott. Ihr nervige Biester. Das muss kaputt gehen. Komm ich denn das? Ah, verstehe. Verstehe. Mach nach unten. Das war auch nicht der Fall geworden. Aber egal, es ist offen. Ist da noch irgendwas? Okay. Na gut, was man machen muss, ist ja, glaube ich, selbsterklärend. Hey. Dazu muss man erstmal da hinkommen. Ach komm, ist nicht entzündet. Als ob. Das kommt gar nicht bis dahin, oder? Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich... Hallo. Das ist sehr komisch, wie sich's bewegt. Will mich rollen? Physikrätsel, yay. Oh Quatsch. Hätte es auch ein bisschen näher machen können. Machen wir einfach mal so. So weit kommst du nicht, nee. Ist ja nervig, Mensch. Ah. Ach so, könnte es klappen. Aber man könnte ja auch mal rennen, gell? Ist das nervig? Krieg ich doch niemals so angezündet. Oder auf der Seite auch? Nee, auf der Seite ist keins. Wir wissen, was da drin ist. Physik ist aber auch nicht gerade das Beste hier.
wenn du Schwung nimmst, hat es überhaupt keinen Rückschwung. So wirklich. Ah, endlich. Geh doch. Dankeschön. So, Quatsch. Bestimmt eine Maske, wa? Nee. Blaues Auge. Was brauche ich denn jetzt schon für ein blaues Auge? Ach, das ist ein Schatz? Kombinierbar. Aha. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich eher mit einer Dings gerechnet. So, ich muss aber eigentlich nach oben. Wo ging's denn hoch? Ich hab schon wieder vergessen, wie es weiterging hier. Die Tür ist dies offen. Komm, ey, wir können jetzt, glaube ich, hier rein. Okay, da gehen wir nochmal hoch. Yay, wieder an der Tochter vorbei, die echt nervig ist. Also wir wären keine Freunde, definitiv nicht. Ah, die Musik geht schon ab. So, rechts und hoch. Hier dann... Links? Nee, nach rechts. Versuchst du meinen Appetit anzuregen? Ja. Genau, jetzt geh weiter auf. Alter, das war der falsche Schlüssel. Hallo? Mutter! Mutter! Ich hab mich eingeschlossen. Ach so. Ah, okay. Ich sehe schon, da geht's weiter. Aber hier ist noch was. Ein Silberring. Ah, ich verstehe. Blaues Auge kombinieren mit Silberring. Hobby-Archäologe. Ah, okay. Hier ist noch was. Natürlich. Jetzt war's das aber, ja. Ups. Was sind wir denn jetzt? Das ist echt ein cooles Schloss. Oh, da gibt es viel Munition. Kommt jetzt etwa ein Bosskampf? Also, viel in Anführungsstrichen. Ich war besorgt, meine Schwestern hätten sich bereits. Gut. Verängstigter du bist, desto dicker dein Blut. Du hast die Jagd verdorben! Du Bastard! Ich lass dich nicht gehen! Du gehörst mir! Nur mir! Kranke Hexe! Okay. Aber leicht zu durchschauen, was man machen musste. Jetzt habe ich keine Rohrbombe mehr. Aber hey, ich habe einen Dietrich gefunden.
Das heißt, wir können hier einen Raum da oben mal clearen. Mal was herstellen. Ja, ich wäre für einmal das und das war's. Machen wir mal das. So. Okay, was für ein Zufall, dass die Wand hier bröckelig war, damit wir auch Kälte reinlassen können, ne? Aber okay. So ist Resident Evil halt. So, was haben wir hier? Jagdtrophäe. Schatz oder? Nee. Jagdtrophäe. Tierschädel. Der von Holzbeile befreite Tierschädel auf der Rückseite sind Ausbuchtungen zu sehen. Ah, das ist für die Statuen. Ja, ja, 4 Stück. Okay. Das heißt, wir haben jetzt 3. Eins fehlt noch. Und Dimitrescu ist jetzt noch mehr pisst, weil jetzt die zweite Tochter tot ist. Ach nee, ich muss es hier einsetzen. Ah. Okay, wir haben 2. So, das heißt, ich kann unten das einsetzen. Da komme ich leider immer noch nicht rein. Was ist denn hier? Oh, hier konnte ich mich damals vor der alten da. Aber muss ich jetzt nochmal hier runter? Nee, gell? Nicht, dass ich wüsste. Gut, dann setzen wir jetzt die zweite Maske ein. Die könnte jetzt echt nervig werden. Ich lade da immer noch nicht rein, da muss ich von der anderen Seite ran. Ist der Bruch? Ist unter mir. Kann ich denn jetzt nochmal überlegen? Ah, hier. Doch hier, oder? Also zurück zum Hof. Ach, wir haben den Dietrich jetzt. Kann ich Markierungen setzen oder so? Nee. Mal zum Hof. Von hier hoch, glaube ich, war's. Hier rennt draußen immer noch rum. Oh, nicht nur die. Sieh an! Da bist du! Komm bitte mal durch! Raum. Da lang. Genau, jetzt sind wir. Ja, gut, hier ist noch ein Raum, wo ich nicht war. Kann man ja auch gleich abchecken. Der Lippenstift.
der ist wertvoll, okay. Ja gut, stand ja auch da. Okay. Wo hat mich das hingeführt? Achso, ich bin jetzt wieder hier auf dem Balkon. Ah, okay. Super, kommst du nicht mehr? Schade. Verdammt, wie kam ich denn darüber? Ah, hier, das ist ein Konzertsaal. Doch da lang. Ich bin aber auch blind. Ja, hier wollen wir nicht hin. Oh. Aber jetzt nicht geplant. Naja, egal. Passiert. Ach nö. Echt jetzt? Endlich treffen wir uns. Nee, müssen wir aber nicht. Mann. Bleib du hier oben, im Bad oder so. Hier ist die Tür. Gott, die habe ich die ganze Zeit gesucht. Hier haben wir noch einen Dietrich. Oder glaube ich das letzte sein, damit ist dann alles blau hier. War das hier? Das hier. Scharfschützenmunition. Jetzt brauche ich erstmal ein Scharfschützengewehr. Hier ist immer noch rot. Echt jetzt? Hier unten ist blau. Irgendwas fehlt mir hier oben noch. Decke? Irgendwas fehlt mir hier noch. Die kannst du nicht verkaufen hier. Schade. Den Kronleuchtern? Nee. Was werden wir denn hier noch? Aha. Jetzt aber blau. Ja, dachte ich mir. Gut, schauen wir mal, was jetzt hier hinter der Tür uns erwartet. Bibliothek. Hat dein Weg dich nicht zu mir geführt? Irgendwann kommen sie alle. Auf! Du bringst mich um! Warum tust du das?
Warum tust du das? Wenn du mir auch Aua machen willst. Ein Traum! Nur ein Traum! Es ist so kalt! Verdammt! Liebst du mich nicht? Ich will nicht sterben! Ich Käfer satt haben. Das glaube ich. Ja, das war jetzt... Ich habe erst gedacht, man müsste es kaputt schießen, aber anscheinend hat man dann doch einen Hebel gebraucht. Ist noch irgendwas? Ja, irgendwas gibt's noch. Die Schrumpflinde ist echt Gold wert, ey. Jetzt haben wir alle drei Töchter besiegt. Dann würde wohl jetzt wohl als nächstes Lady Dimitrescu kommen. Yay, hab ich ja richtig Bock drauf. Ob die verwandt mit Freddy Krüger ist? Ist irgendwas? Nein. Was ist das denn? Ist die dritte Maske. Ich habe erstmal rumgucken. Oh, hallo. Was? Gemälde der Lady. Ja komm, wir sammeln es erstmal ein. Oder? Ja, wir gucken erstmal rein. Da gab es ja auch mal, das waren Alliga der außergewöhnliche Gentleman. Oder eine Herr unsterblich war durch sein Bild. Hätten sie hier vielleicht auch machen können, ne? Was haben wir hier? Lass die 5 Glocken erklingen. 5? Schildkröte. Das war 1. Doch dafür, das schon mal zu nehmen. Ist das hier ein Gasofen oder was? Fünf Glocken soll ich jetzt erklingen lassen. Da fliegt doch eine, oder? Na klar, da. Sind alle 5 Glocken hier in dem Raum oder was? Ja, scheint so. 2. Die anderen beiden. Das ist nur eine, oder? Hm.
ist dunkel. Also 5 Glocken. Da können die auch draußen sein. Moment mal. Können die auch hier irgendwo sein? Sieht nicht so aus. Ah, hier können wir mal aufschließen jetzt. Oh. Wo sind die anderen beiden Glocken? Auf der Lampe vielleicht? Der Schatten, das soll mir doch bestimmt auch eine Hilfe sein, oder? Ja. Oh, ist noch einer. Ich hätte ja gedacht unter der Treppe, aber das sehe ich leider nichts. Oh. Wo ist die letzte Glocke? Sind da vielleicht doch zwei drin. Sehen tue ich nur die eine. Bist du? Man kann doch hier nicht umsonst reinlaufen, oder? Ist ja die Frage, wie groß die Glocke ist, gell? Weil die ist ja auch ziemlich klein, die könnte ja noch kleiner sein. Kann ja eigentlich da drinne sein. Oh, ich sehe ja auch nichts. Na gut, Leute, ich würde sagen, nach der letzten Glocke schauen wir dann in der nächsten Folge von Resident Evil Village. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday bei DGV.